Und wir hatten eine Besprechung im Kanzleramt mit dem Chef des Kanzleramts, das war Rudolf Seiters, und dem Innenminister, das war ich, mit den Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsfraktion, der Kollege Hans-Jochen Vogel von der SPD, Alfred Drecker, CDU, CSU-Fraktion, Wolfgang Mischnick, FDP-Fraktion. Und es ging um Fragen mit der Unterbringung dieser vielen Übersiedler. Und in diese Besprechung hinein, im Kanzleramt, im sogenannten Schmidt-Rottluff-Zimmer, ich weiß das deswegen, weil ich bis Frühjahr 89 Chef des Kanzleramts gewesen war und erst ein halbes Jahr vorher Innenminister, ins Innenministerium gewechselt bin. In diese Besprechung hinein kam Eduard Ackermann, das war der Pressesprecher von Helmut Kohl, der gerade in dieser Woche seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, das war in den Zeitungen, mit der Meldung, Kohl selber, der Kanzler war in Polen auf einem Besuch. Er kam und er sagte, ja, es gibt hier Agenturmeldungen, dass heute Abend die Mauer aufgeht. Und dann habe ich so im Spaß gesagt, hören Sie mal, Herr Ackermann, in der Zeit, als ich hier noch Chef des Kanzleramtes war, da war Alkohol während der Dienstzeit verboten. Das heißt, ich wollte sagen, es kann nicht wahr sein, nicht? Wir wussten zwar, irgendwas wird passieren, aber dass die Mauer aufgeht, das war so unvorstellbar. Ich habe ihn konkret erlebt, an einem Abend im eigenen Hause zusammen mit dem damaligen Arbeitsminister Norbert Blüm, mit dem ich nach einer gemeinsamen Parteiveranstaltung noch zur Besprechung von ein paar Angelegenheiten, die uns beiden inzwischen entfallen sind, zu mir nach Hause eingeladen hatte. Und nachdem er sich dann auf den Heimweg nach Bonn machen wollte und nochmal eben die Toilette aufsucht, habe ich in der Zwischenzeit das Fernsehgerät angemacht, weil es eigentlich so Nachrichtenzeit war, um zu gucken, ob es irgendwas Besonderes gäbe. Und hatte dann tatsächlich den Eindruck, es gäbe was Besonderes. Und dann haben wir die halbe Nacht gemeinsam noch vor dem Fernsehgerät gesessen und uns diese ja völlig unwiederholbaren Bilder dieses Ereignisses in Berlin. Und waren Sie auch persönlich dann in den folgenden Tagen mal in Berlin? Ich habe dann sofort an dem darauf folgenden Wochenende die Familie und die damals noch kleineren Kinder ins Auto gepackt und gesagt, jetzt fahren wir nach Berlin. Das ist eine Situation, die werden wir in unserem Leben nie wieder erleben. Und ich möchte einen authentischen Eindruck auch von der Stimmung in der Stadt gewinnen. Ich muss sagen, das fiel in eine private Phase meines Lebens, die sehr schwierig war, weil das war der letzte Lebensmonat meines Mannes, der seit langer Zeit krebskrank war und am 30. November 1989 gestorben ist. Ich war davon natürlich sehr absorbiert, habe die berühmte Aussage von Schabowski, dass die Mauer geöffnet werden würde, im Autoradio gehört, als ich von einer Lehrveranstaltung der Universität ins Krankenhaus meines Mannes fuhr. Und das hat mich natürlich sehr bewegt. Aber in dieser besonderen privaten Situation war ich nicht voll nur bei diesen politischen Ereignissen. Ich habe ja wie so viele andere zu Hause gesessen, Fernsehnachrichten geguckt und da gab es den Bericht über die Pressekonferenz, wo Herr Schabowski, Mitglied des Politbüros der SED und Bezirksparteichef, so undeutliche Äußerungen macht. Ja, die Bürger können reisen. Es gibt da jetzt eine Regelung und auf die Frage, ab wann die gilt, guckte er auf seinen Zettel, war unsicher und sagte, ja, ich denke sofort. Und da überlegte man, was bedeutet das? Wir waren ganz unsicher und als dann ein, zwei Stunden später wieder SFB, also Westberliner Fernsehsender, von den Grenzübergängen berichtete, zunächst mit der erstaunten Frage, die kommen ja noch gar nicht, und etwas später dann doch mit den Bildern von den sich öffnenden Grenzübergangsstellen, vor allem Bornholmer Straße, das war ja wohl der erste, da waren wir fassungslos, wirklich fassungslos, dass da etwas passiert, was wir zwar immer erhofft und gewünscht haben, aber woran wir nicht mehr geglaubt haben, dass wir das jedenfalls noch zu Lebzeiten erleben könnten. Man kann es kaum fassen. Ich selbst war damals Bundestagsabgeordneter in Bonn am 9. November,
war ich mit einem Kollegen in Bonn, in der Landesvertretung in Bremen, also nicht in Bremen, der Landesvertretung des Landes Bremen in Bonn, und saß da bei einem Glas Wein. Und dann kam jemand rein und sagte: Mensch, die Mauer ist gefallen. Also, das haben wir erstmal gar nicht für ernst genommen. Der dachte, der macht einen Witz, wenn wir überhaupt nicht drauf gekommen sind. Naja, eine Stunde später habe ich dann gehört, dass die Kollegen, die im Bundestag waren, zu der Zeit war das Plenum ganz schwach besetzt, deswegen waren wir ja auch nicht da, dass die dann, als sie das hörten, ostentativ aufstanden und das Deutschland nicht gesungen haben, muss ein sehr ergreifender Moment gewesen sein. Ich habe es leider verpasst. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich da sitzen geblieben bin, weil ich es nicht geglaubt habe in dem Moment. Na, wir waren sehr beschäftigt mit Dingen, die in dem Fall nichts mit der Vereinigung zu tun hat, sondern mit internationalen Fragen, Währungsfragen und so weiter. Also war ich absorbiert. Und als ich das dann hörte, dann sind wir nur noch Rundfunknachrichten, Agenturen abgelesen und auch zum Fernsehen gelaufen. Wir waren natürlich richtiggehend explodiert, voll Erwartung, was passiert. Ich war auch ungläubig, als ich das hörte. Ich kann das wahr sein? Also das war eine Mischung aus Ungläubigkeit, natürlich Freude. Und auch sofort stellte ich mir die Frage, was bedeutet das für dich? Und da wusste ich, da kommt auch viel Arbeit auf mich zu. Denn wir waren ja im Finanzministerium damals zuständig für Währungsfragen. Und es war ja schon aus der Vordiskussion klar, dass man auch mit Ökonomie und der D-Mark etwas zu tun hatte. Deshalb war ich sehr gespannt, was jetzt wohl passiert.